Liebe Freundinnen und Freunde, ich kann leider heute nicht bei euch in Düsseldorf sein, weil ich andere Termine wahrnehmen muss. Aber ich möchte einen mir besonders wichtigen Aspekt in unsere Debatte heute einbringen. Denn in dieser Woche jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 36. Mal. Und genau 36 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe ist die Welt aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erneut in Sorge um Atomkraftwerke in der Ukraine. Mit dem Beschuss eines ukrainischen Atomkraftwerkes hat Russland das Risiko eines AKW-Unfalls bewusst und gezielt in Kauf genommen. Es ist alarmierend, dass erstmals ein AKW in eine militärische Aktion in dieser Form involviert wird. Und wir blicken deshalb alle mit Sorge auf diese Situation. Die große weltweite Sorge um die AKW-Sicherheit in der Ukraine führt uns die potenzielle Gefahr, die von Atomkraftwerken ausgeht, leider dramatisch vor Augen. Eine Gefährdung der externen Stromversorgung, überlastete Arbeitsmannschaften, so wie in Tschernobyl, oder aber auch Cyberangriffe können so katastrophale Folgen haben, von unkontrollierten Bränden oder gar dem Beschuss von AKWs will ich dabei noch gar nicht reden. Aus Sicherheitsgründen halte ich eine Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vor diesem Hintergrund tatsächlich für nicht verantwortbar. Robert und ich haben das ja prüfen lassen, ob ein kleiner Beitrag zur Energieversorgung diese großen Risiken der Atomkraftnutzung rechtfertigen könnten. Und es stünden eben große wirtschaftliche, rechtliche und sicherheitstechnische Risiken einem solchen kleinen Beitrag entgegen. Das wäre weder sinnvoll, noch wäre es vertretbar, gerade in dieser Krisensituation. Wir sollten in einer Krisenzeit keine Abstriche an unserer Sicherheit machen, zusätzliche Risiken in Kauf nehmen und eine solche Hochrisikotechnologie wie die Atomkraft würde eben das benutzen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass Europa bei der Atomkraftnutzung von russischem Uran abhängig ist und dass Uranabbau auch mit Menschenrechtsverletzungen und negativen Umweltfolgen verbunden ist. Das wird in der Debatte häufig ausgeblendet und deshalb so richtig es war, eine rationale Prüfung vorzunehmen aus Gründen der Energiesicherheit, so klar ist dann doch die Bewertung und die Entscheidung ausgefallen. Atomenergie ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie. Deshalb werde ich als Bundesumweltministerin, werden wir als Grüne und wird auch die gesamte Bundesregierung am beschlossenen Atomausstieg festhalten, der ja im Übrigen, und auch das wird jetzt manchmal ausgeblendet, in einem parteiübergreifenden Konsens verabschiedet worden ist. Und gerade in Krisenzeiten halte ich eine Debatte über die Verlängerung von Laufzeiten, die manchmal so lapidar geführt wird wie vom bayerischen Ministerpräsidenten Herr Söder, ich halte sie für nicht verantwortbar. Und ich sehe sie als ein Zeichen eines Rollbacks, der versucht, Antworten, die in der Vergangenheit schon nicht funktioniert haben, jetzt doch nochmal auf den Tisch zu legen. Wir Grüne wollen die anderen Krisen, die Klimakrise, die Naturschutzkrise, die Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen auch und gerade in dieser Krisenzeit nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen diese Krisen nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen uns um das Heute kümmern, aber wir dürfen dabei auch nicht das Morgen aus den Augen verlieren. Und wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der wir unsere Energieversorgung sehr schnell krisenfest machen müssen, unabhängig machen müssen von fossilen Rohstoffimporten. Das heißt erstens, die Energieabhängigkeiten aus dem Ausland ganz generell zu reduzieren, natürlich aus Russland, aber perspektivisch auch ganz generell. Und das machen wir durch den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien bei gleichzeitig hohen Naturschutzstandards. Und wenn nun ausgerechnet Herr Söder, der jahrelang
mit bayerischen Sonderabstandsregelungen bei der Windkraft den Ausbau der Erneuerbaren verhindert hat. Verhindert hat, dass wir unabhängig werden von fossilen Rohstoffimporten. Wenn sich ausgerechnet jetzt Markus Söder hinstellt und eine Laufzeitverlängerung ins Spiel bringt, dann kann ich nur sagen, Markus Söder ist kein Garant für stringente Energiepolitik in Deutschland und auch darüber hinaus nicht. Er bedient ausschließlich Reflexe einer verunsicherten CDU-CSU und das kann keine Grundlage für unsere politischen Entscheidungen sein. Wir brauchen in dieser Krise mehr Sicherheit und nicht mehr Risiko in der Energieversorgung. Meine Antwort ist deshalb klar. Gerade wir müssen Politik machen für Klimaschutz und Energiesicherheit, für Naturschutz und Gesundheitsschutz, für Kreislaufwirtschaft und weniger Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen. Damit betreiben wir aktive Krisenvorsorge, machen uns unabhängig von einem Regime wie Russland und wir stabilisieren unsere Wirtschaft. Und wir schützen damit natürlich auch unsere natürlichen Lebensgrundlagen für uns und für unsere Kinder und Enkel. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, eine starke Debatte auf diesem Länderrat in Düsseldorf und uns in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen bei den Landtagswahlen wirklich gute und starke Ergebnisse. Wir werden gebraucht als Grüne. Ihr werdet gebraucht in der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Viele Grüße.